Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu Conker's Bad Fur Day. Und ja, ich stehe hier mitten in Kacke, weil der letzte Part war echt einfach nur eklig und krank. Da musste ich für einen Mistkäfer Kühe umbringen, und zwar mit einem Stier, die ich dann irgendwie so gerammt habe, und dann sind die zu einem vergorenen Traubensaft gelaufen und haben einen übelsten Durchfall bekommen, und dann wurden die halt voll zersplattert, und dann hat mir der Mistkäfer von hier einen Kackeball dagelassen. Den kann ich jetzt sogar wirklich verwenden, und zwar kann ich den rollen. Und zwar rollt man diesen Kackball jetzt erstmal hier hinten lang. Ui, wie das klingt, ey. Richtig schön schleimig und kackemäßig und boah. Einfach nur ein krankes Spiel. So, und jetzt passt auf, den muss man hier runterschubsen. Hier steht sogar... Moment, was steht hier? No Poo Balls. Also keine Kackebälle in den See werfen, aber genau das muss ich tun. So. Schwupps. Was ist das denn für einer? Jetzt passt mal auf. Und zack! Alter! Der hat voll die Kacke auf den Kopf bekommen! Das ist so krank. So, und hier kommt jetzt sogar noch einer raus. Schwupps. So. Dadurch, dass ich dem Typen jetzt quasi die Kacke auf den Kopf geworfen habe, kann ich hier mal runterspringen. In dem See schwimmen jetzt aber noch zwei weitere Typen rum. Und hier ist außerdem noch ein Schalter, den ich drücken kann. So, komm schon. So, B. Zack. Na klar. Stöpsel gezogen und alles wird weggemacht. Ja. Ja, mit der Rüstung schwimmt es sich schwer, ha? Und tschüss. Oh, nein, 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 ich will nicht, ich will nicht. Nein, 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 nein. Und tschüss, Mann. Schwupps. Sogar noch gerülpst. So, dann geht's nämlich hier drüben weiter. Da komme ich wieder zu einem neuen Level. Also das vorhin mit den Kühen, das war ein relativ kleiner Abschnitt eigentlich, aber das hier, ja, ist auch nicht wirklich groß. So, hier hin. Was zum... Wow, Katzenfische. Bettelst du um Essen? What? Was? You look like you could do with a little extra, my boy. Du könntest uns ein kleines Extra tun, Junge. Vielleicht bist du daran interessiert, ein bisschen Geld zu verdienen. You're offering me cash. Hier wollten wir Geld anbieten, okay. What's the catch? Ja, wo ist der Haken? Ach, das ist so schlimm, so furchtbar schlimm, dieser Typ da herumschwimmt, dieser Hund da drüben. Alter, na klar. We need somebody disposable to go. Ja, die brauchen jemanden, der ihnen hilft, ihn zu beseitigen. Me, you mean? Ihr meint mich? You can't expect one of us to go, can you, lady? Ja, wir können... Niemand von uns kann gehen, Ladies, oder? Well, ass is to you then. Das ist ganz schön scheiße, hä? Huh? Oh, was für eine Aussprache! He's as German as muck. German as dirt like that. Let's see that for this thing. Let me handle it, dear. Listen, here, you. Listen to me. Na, hör mir zu. Wir geben dir 10%. Das ist unsere letztes Angebot. Yes. But one thing to remember. Aber merk dir was. Come closer. Komm näher. He's easily wound up. Er ist ganz schön leicht zu reizen. Oh, und, so. Und übrigens, der Safe hat eine Kombination. Yes, ja, weißt du, was das heißt? But it's not dangerous down there. Wenn's da nicht mehr so gefährlich ist für uns, dann komm zurück und wir werden ihn für dich öffnen. Ja. Well, good luck. Go on. Viel Glück. Off with you. Hang on a sec. What was that about disposable? Hey. Oh. Well, cash. Ja, Hauptsache es gibt Geld, ne? Gut, das heißt, ich muss jetzt diesen Katzenfischen hier helfen, diesen Hundefisch dort drüben irgendwie zu beseitigen oder irgendwie, dass der halt an sie nicht mehr rankommt, dass die für mich den Safe aufmachen können. Und übrigens ist hier auch noch was richtig megamäßig Geiles. Hier oben ist dreimal Geld auf einmal, wo ich aber noch nicht rankomme. Das ist so geil. Ja, seht ihr? Es geht sich nicht aus.
Das kann ich jetzt noch nicht bekommen. Samane over here. Aber das kann ich mir erst später holen. So. Gut, na dann schwimme ich mal dort vor. Muss aber wirklich aufpassen auf diesen Hund. Ich meine, Katzenfische okay, aber ein Hundfisch oder irgendwie so? Ah, da ist ein Extra-Leben drin. Und ein paar Libellen. So. Schwupps. Je mehr Extra-Leben, desto besser, weil ich werde in dem Spiel bestimmt noch sehr häufig sterben. Deswegen... Oh mein Gott, eine richtig bedrohliche Musik. Ich glaube, diese Musik soll sogar eine Anspielung auf den Film Der Weiße Hai sein, also Moby Dick irgendwie so. Ja, nee, nicht Weiße Hai. Moby Dick ist ja kein Hai, ist ein Wal. Wow, oh mein Gott. Alter. Also dem nicht zu nahe kommen. Beim Safe kann ich eh nichts machen, aber hier unten kann ich reintauchen. Vorsicht. So. So, jetzt bin ich hier unten. So, jetzt haben wir den hier. Aha, ein Gitter. Und hier kann man auftauchen. Puh, so. Was zum Teufel nochmal? Alter. Was sind das denn für welche? Zahnräder? Okay. Kann ich mit irgendwem von denen sprechen? Mit dem Typen vielleicht hier? Why is it everybody so offensive around here? They bring me back, me missing goats. Alter. Ja, du brauchst nicht schreien. Speak up. Warte eine Sekunde. Well, hello there. Aren't you the handsome one? Tell me, oh my God. Would you be prepared to do me a small favor? A little help, of course. Hi. And, ja, ich würde dir einen Gefallen tun, vielleicht. Wirst du meine andere Seite hier, die, wie sagen wir mal, meine Freunde, wenn du sie nicht zurückbekommst, dann ist mein Leben eine ziemliche Misere. Und? Ja, hol sie einfach zurück. Tata, tata. Tata. You crap! Don't ever do that again! Now f*** off! Ja, tu das bloß nie wieder, also verpiss dich jetzt! Alter, habt ihr das gesehen? Dieses Standard hat zwei Persönlichkeiten. Einmal eine richtig aggressive mit so einer Zigarre und wenn er umgedreht wird, dann ist er... Ja, dann ist er scheinbar schwul und hat so eine lange Zigarette im Mund. Tata, tata. Aber jetzt ist hier eine Plattform runtergekommen. So, jetzt kann ich hier nämlich mal hochfahren. Ich bin jetzt nämlich im Level Bats Tower. Hey, ist das nicht dieser Typ, der Barry verbrannt hat? Wo? Ich kann nichts sehen. Ach, Vollidiot, du Blöder. Ja, also das sind andere Fledermäuse, die scheinbar die aus der Scheune gekannt haben, die ich abgefackelt habe. Aber das kann ich hier auch wieder tun, glaube ich. Yep. Genau. Autsch. So, egal. Kümm ich mal. So, hier ist ein Seil. Wow, Vorsicht. Also wie gesagt, dieser Level hier heißt Bats Tower, weil hier eben viele Fledermäuse in dem Turm leben. So, man kann eigentlich auf zwei Wege zur Turmspitze kommen. Entweder man geht diesen schmalen Weg, wo man halt auf die Fledermäuse aufpassen muss, oder, wenn man ganz geschickt ist, kann man auch eben von Seil zu Seil springen und kann quasi so eine Art Abkürzung nehmen. So, hier drüben. So, das ist irgendwie einfacher. So. Wartet mal, hier ist übrigens noch irgendwo was Interessantes. Wartet mal. Ego-Perspektive. Hier ist irgendwo nämlich ein Hebel gewesen. Ich weiß nicht mehr wo genau. Irgendwo hier. Ja, Hallöchen, Conker. Irgendwo hier war ein... Ah, da oben, seht mal, da oben ist ein Hebel. Da muss ich ranspringen. So, wartet mal. Höp! Oh, Vorsicht, halt dich fest, halt dich fest. So. So, ah ja, hier drüben ist jetzt der Hebel. Ah ja, und hier oben ist außerdem noch Geld. Ja, auf diesen Turmzinnen ist Geld. Das werde ich mir mal holen. So, ich muss mal wirklich aufpassen, dass man nicht abstürzt. So, ich kann hier außen nämlich langlaufen. So, muss nur auf diese grünen Typen da aufpassen.
Da ist das Geld. Haha. Oh yeah. Geil, Mann. Hey, I'm here. Hurry up. Pick me up, shithead. Wie du mich mal shithead nennt, ey. Voll unfreundlich. Cool. Laughing all the way to the bank. Naja. Ganze Zeit auf dem Weg zur Bank lachen. Okay. So, und jetzt muss ich hier nur noch irgendwie runter. Oh mein Gott, ich bin voll explodiert. Und da liegt sein Herz rum. Alter! Fies. Das wollte ich nicht. Ja, und vor allem, jetzt komme ich hier wieder. Ich will aber nicht hier sein. Wo ist denn hier? Jetzt geht die Ego-Perspektive nicht. Ich muss hier irgendwie nämlich wieder zurück nach unten. Ich muss noch an diesen Hebel da springen. Sonst komme ich nicht weiter. Das Geld war jetzt einfach nur so hier zu holen. So, hier. Vorsicht, Vorsicht. Vorsichtig. So. Na, Konka! Du bist so ein Trottel. Wie sich seine Augen so drehen. Wo ist denn jetzt dieser blöde Hebel? Da oben. Ach so, wartet mal, da muss ich ja hier nochmal ran. So. Und hier hin. Vorsicht, Vorsicht, langsam, 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 Konka, langsam. So, und jetzt einfach an den Hebel springen. So, und? Aha, jetzt geht da unten nämlich das Gitter auf. Sehr schön. Pfui, Spinnennetz. Spinnen gibt es hier zum Glück aber keine. Ja, komm. So, jetzt muss ich jedenfalls wieder nach unten. Ja, komm, Ekonko, du bist so eine Pussy. Das gibt's nicht. Aber okay, ich musste da oben jetzt erstmal, musste ich mir das Geld holen und dann den Hebel ziehen, damit ich hier runtertauchen kann. Weil ich muss ja die Zahnräder finden, die hier fehlen. So, hier, wo es Luftblasen gibt, kriege ich auch Sauerstoff. Sollte eh klar sein. So. Ich höre was. Da ist eins! Da ist ein Zahnrad! Wow. Bam! Ein rotes, weibliches. So, mit dem muss ich sogar tauchen. Ja, ist mir egal. So, ich muss nur auf diese Typen hier aufpassen, dass die mich nicht aufschlitzen. Sei doch einfach still. So, und das muss ich jetzt hier hinbringen. So, jetzt passt auf, jetzt wird's nochmal richtig krank. So. Hey, oh, hold it out. Come on, put it on, quick. Put it on, I like it like that. Oh mein Gott. Oh, Alter! Alter, ist das krank! Fun-fucking-tastic! Moment mal, ich glaube, das ist falsch rum. Achso, hey, was machst du? Oh, fuck! Alter, ihr müsst euch mal diese Anspülung genau ansehen, bitte. Ich meine, guck doch mal, wo genau dieses Holzstück unter ihm rauskommt. Das soll eine Anspülung sein, dass das sein... ihr wisst schon, was das sein soll. Alter, wir haben voll so ein Zahnrad auf seinen Ding gesteckt. Alter, was ist das für ein krankes Spiel? Ah, das ist so gestört und trotzdem irgendwie so geil und genial. So, jetzt muss ich aber noch zwei weitere Zahnräder finden, die hier weiter hinten sind. Und die sind etwas schwieriger zu kriegen, weil die hier in dem größeren Bereich sind. So, hier gibt es nämlich noch ein grünes und ein blaues Zahnrad. Irgendwo hier. Na, da sind sie. So. Zack! Das Grüne erwischt. Und mitgenommen. So. So. Schwupps und wieder tauchen, tauchen, tauchen. So, die Typen hier sind ein bisschen nervig. Am besten taucht man einfach am Boden lang. Kriegen die einen eh nicht. Halt doch dein Maul. Du musst dahin, ob's du willst oder nicht. Wenn's pervers ist, ist es mir auch egal. Es geht nicht anders. So. Oh, no, not that. Oh nein, nicht das. Man, Konka, du sollst doch hier hoch. No, I'm gonna flip up there. So. Yeah, go on. Get to the one on. Ja. So, schwupps. Jetzt fehlt noch das Blaue.
So, das werde ich mir auch noch holen. Das kriege ich auch noch. So, und schwupps. So, wo ist denn das Blaue? Ah, wow. Das wird jetzt, glaube ich, etwas schwieriger zu kriegen sein. Seht ihr, weil das immer hier so... Ich hasse das. Das ist so dumm. Seht ihr? Mann, bleib stehen! Ich hasse das. Weil Conker hier auch so bescheuert läuft. Als hätte er sich in die Hosen gekackt. Komm schon! Nein! Nein! Bam! Na also, hab ich dich. Du Birch! Du kommst jetzt auch mit. Zu deinen zwei Freundinnen. So. So. Jetzt habe ich es geschafft. Das dritte Zahnrad zurück an seinen Platz. So. Jetzt sind alle drei Zahnräder wieder hier und jetzt muss ich hier ein bisschen im Kreis laufen. Andere Richtung. So, jetzt drehen die sich nämlich alle. Und dadurch passiert was ganz Interessantes. Sieht man auf dieses Seil hier vor mir. Es bewegt sich. So, immer schön weiterlaufen. So, jetzt. Der Fischhund wird jetzt nämlich an die kurze Leine genommen. Naja, das passt dem gar nicht. Ist mir aber total egal. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr runter. Wow, Alter, voll auf die Fresse. Jetzt ist so gestört, jetzt dreht sich das so wie verrückt. Na klar. Bam. Verdammter Scheiß. Ich würde mal sagen, Ladies, wenn wir jetzt endlich frei sind, dann werden wir uns mal an diesem bösen Zahnrad rächen. Schnapp den! Alter. Oh no! Not Mr. Big! Alter! That's me, buggered! Ja, das will ich auch nicht. I don't know what his problem is. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Ich find's ganz schön deliziös. Thank you, Mr. Squirrel. Oh, my pleasure. Yes, and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of. Oh, cool. Now, good day to you, sir. Toffee nose snob. What? Thank you, Mr. Squirrel. What? Eee, pfui! Ah, voller feuchte Knutscher. Na klar. It's the Caribbean fur. Die machen Urlaub in der Karibik, natürlich. Die hauen einfach ab. Alter, die haben den voll auf das große Zahnrad gesteckt und vor allem noch von hinten. Jetzt soll das natürlich eine Anspielung sein, dass... naja, ich will es gar nicht erklären. Ihr könnt es euch bestimmt denken. Wie gesagt, das Spiel ist ab 16. Also alle Jüngeren, die vielleicht da noch nicht so bemannert sind, fragt bitte nicht. Sollte ja eigentlich offensichtlich sein. So, gut, jetzt ist dieser Hund hier eben an der kurzen Leine, also das Seil hat sich extrem verkürzt, jetzt kann er sich so gut wie nicht mehr bewegen. Der kann jetzt überhaupt nichts mehr machen. Ja, und hier ist wie gesagt der Safe, das heißt, jetzt kann ich zurück zu den Katzenfischen. Ich würde nur interessieren, ob hier jetzt nochmal ein extra Leben zu holen ist, weil ich ja einmal gestorben bin. Ja, gibt's immer wieder, das ist eh schön. So, schwupps, habe ich wieder 4. So, und auch wieder volle Energie. So, da sind sie ja schon, die Katzenfische. Ladies, ladies, it's that screw person again.
How are you? Na, wie geht's dir? I see our brutish friend and get his victuals today. Yeah, well, time enough for that. I need the combination. Ich brauche die Kombination, danke. Oh, no, no, no. Nein, nein, ich glaube, du verstehst nicht. Ja, du verstehst es nicht. Wir können dir nicht irgend so eine wichtige Information geben. Jedenfalls nicht jeden. Wir werden den Safe selber öffnen, werden wir? Okay, aber... Oh mein Gott, na super. Jetzt kommen hier diese zwei Trottel von vorhin, glaube ich, wieder hin, die wir vorhin weggespült haben. Die sind jetzt hier drin. Der eine ist voll kopfüber, was für ein Trottel. So, jetzt muss ich die Katzenfische einfach zum Safe bringen. Also, mir werden diese Typen schon was tun, den Katzenfischen zum Glück nicht. Also hier, aufpassen. Na, haut ihr ab! Haut ihr wohl ab. So. Now then, ladies. There he is. Oh, seht euch das an. Poo-poo to you, yes. You brute. Yes, I told him. Alter, ist der sauer. He is bad-tempered, isn't he? Oh, der ist ganz schön bösartig, ne? Ja, wo waren wir? Ah ja. Lass mich mal sehen. Wrong, also falsch. Right, richtig. Na klar. Wir warten hier. Der hat einfach mal das Schild von falsch auf richtig gedreht und schon kann ich in den Safe rein. Das ist so geil. So. Also dann. Schauen wir mal. Was ist zum... Was ist das denn für ein hello? Safe? Hello? Money? Money? Das Geld pennt. Who the hell are you? Wer zur Hölle bist du? Du bist nicht mein Boss. Ich verschwinde. Ich will mit den Fischen. This gig gets worse and worse by the minute. Ja, dieser Gig wird immer schlechter und... Ah ja. Damit ich jetzt dem Geld folgen kann, muss ich hier auf den B-Button mit meiner Schleuder da drüben ein ganz bestimmtes Wort buchstabieren. Wenn wir uns die Buchstaben ansehen, wir haben hier ein P, ein U, ein N, ein H, ein O... Ein T, ein E und ein S. Und man muss nämlich das englische Wort für öffnen buchstabieren, nämlich open. So, nur wenn man einen Fehler macht, dann kommen diese zwei Typen da gleich angerannt. So, O. So. Also wie gesagt, man muss open buchstabieren, dann geht das Ding hier auf. So, man muss nur richtig zielen können. Zack. Ah, boah, das mit der Schleuder ist eh so blöd zum Schießen. Wow, ist zum... Hey! Hau ab! Aua! Arschloch! Ich hab doch gar nichts falsch gemacht! Ich hab nur daneben geschossen. Mann, ist voll fies. Wenn man nicht so viele Fehler macht, kann man noch abkratzen. Zack! So, OP. Wo war das E? Das E war irgendwo... Ah, das war da drüben. Mal gucken, ob ich eh richtig treffen kann. OP. Da ist das N. Da ist dann das N. So, komm schon. Jetzt! Ja! Open! Es ist offen. Und ihr Trottel könnt nichts dagegen tun. So, und hier haben wir jetzt einen weiteren B-Button. Na klar, ein Helm mit einer Lampe. Und eine Batterie. Zack! So, jetzt muss ich nämlich ziemlich lange und viel tauchen. Das ist jetzt ein Unterwasserabschnitt, der auch nicht wirklich einfach ist. Weil ich hier unten nicht alleine bin. So, seht mal. Ich weiß nicht. Oh, seht mal. Dieses Ding, was mir da entgegenkommt, das ist so eine Art Roboterfisch. Na, Hilfe. Vorsicht. So, hier kann man wenigstens immer wieder Sauerstoff auffüllen. Das ist ganz wichtig. Wow, Vorsicht. Alter. So, ich muss hier nur meinen Weg finden. Das war auch nicht gerade leicht. So, genau, wieder auffüllen. Und weiter. So, hier unten... jetzt ist das Licht aus. Macht aber nichts. So, wartet, hier ist nochmal
Sauerstoffblasen, genau. So, wartet mal. Hier ist jetzt ein Tunnel. Hier unten gibt es leider mehrere Tunnel. Und hier schwimmen noch mehrere Robofische rum. Ich weiß den eigentlichen Weg leider nicht mehr auswendig. Aber hier kann man mal auftauchen. So, erstmal wegen der Luft und dann kriege ich hier eine neue Batterie für meinen Helm. So. So. Zack. Jetzt haben wir wieder Licht. So, ich nehme mal den blauen Tunnel hier unten. Hier kann man sich ziemlich verschwimmen. Ja, nicht verlaufen, verschwimmen, ja. So, Hilfe! Au! Du Scheißvieh, du verdammtes! Mistvieh! So. Warte, oh, schnell, Konka! Alter, der ist schon blau angelaufen. Aha, wartet mal, hier ist was. Ah, jetzt kommt hier wieder so ein Mistvieh raus. So. Warte, ich schwimme mal hier hin. Na klar, jetzt ist wieder das Licht aus. Ich frage mich immer, was das bringen soll. Dass man sich hier eine neue Batterie holt. Na, Konka, du musst richtig auftauchen, du Trottel. So. Schwupps. So. Okay, das war schon mal falsch. Wartet mal, dann nehme ich mal den Tunnel hier oben, den blauen. So, wartet mal. Jetzt komme ich aber immer hier raus. Komm immer hier raus. Weil hier ist nichts. Oder ist hier was? Nee. Hier ist nicht. Oh ja, Moment mal. Hier ist ein Hebel. Den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ah. Interessant. Gut, dass ich den gefunden habe. Sehr schön. Den musste ich, glaube ich, sogar wirklich ziehen. Weil da jetzt irgendwas aufgegangen ist. Das müsste ich nur gerne wissen, wo das war. Moment. Da seht man, hier ist was Gelbes. Schnell, Konka! Schnell! Auftauchen! Oh! Boah, das ist immer so knapp. So, Moment. Schwupps! So. Luft holen und Batterie nehmen. So, jetzt nehme ich mal einen dieser gelb leuchtenden Tunnel hier. Nein, warum musst du da reinschwimmen? Warum muss es da reinschwimmen, dieses Mistvieh? So, komm schon. Ist hier irgendwo... Ah, hier ist Sauerstoff. Schnell! Luft! Na, wieso ist denn dein Gesicht angelaufen? So, jetzt. So, muss ich hier nicht jetzt nach oben? Ich glaube schon. Hier ist doch jetzt irgendwo was aufgegangen. Irgendwo da. Das habe ich noch gesehen. Irgendwo hier muss jetzt noch so ein Tunnel sein. Hier ist wieder so ein blöder Fisch. Robofischalarm. So. Aua! Arschloch! Verpiss dich doch einfach mal! So. Ich hoffe, das ist jetzt überhaupt der richtige Weg. Oder komme ich wieder da raus, wo ich war? Ich glaube, ich schwimme gerade voll in die falsche Richtung, oder? Kann das sein? Wartet mal. Komm schon. Auftauchen! Auftauchen! Oder? Nee, Moment mal. Oder doch? Nee. Hä, ich glaube, ich bin richtig. Genau, jetzt muss ich nämlich da runterspringen. Aber Freunde, ich werde auch den Part jetzt hier mal beenden. Und im nächsten Part springe ich halt hier in das Loch und werde mal sehen, wo es mich hinführt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.